Thomas Münzer. Hochverursachte Schutzrede. Und Antwort wieder das geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg, welches mit verkehrter Weise durch den Diebstahl der Heiligen Schrift die erbärmliche Christenheit also ganz jämmerlichen besudelt hat. Thomas Münzer, Münzer, Eichstätter. Aus den Höhlen Elie, welches Ernst niemand verschonet. Klammer, 1. Köhn, 18, Matt 17, Luk 1, auf 11, Anno 1524. Dem durchleuchtigsten erstgeborenen Fürsten und allmächtigen Herren Jesu Christo, dem gültigen König aller Könige, dem tapferen Herzogen allen Gelaubigen, meinem gnädigsten Herrn und getreuem Beschirmer und seiner betrübten einigen Braut der armen Christenheit. Aller Preis, Name, Ehre und Würde, Titel und alle Herrlichkeit sei dir allein, du ewiger Gottessohn. Klammer, Phil 2. Nachdem dein Heiliger Geist vor den gnadenlosen Löwen, den Schriftgelehrten, alle Zeit solch Glück gehabt, dass er müsste der allerärgste Teufel sein, Klammer, Jo 8. Wiewohl du ihn ohne Maße von Anbeginn hast, Klammer, Jo 3. Und alle Auserwählte haben ihn von deiner Fülle überkommen, Klammer, Jo 1. Und er in ihnen also wohnet Christo. Nicht zuständig, Klammer, Röm 8. Das unüberwindlich Gezeugnis hast du, Klammer, Ps 93. Derhalben ist es nicht fast groß Wunder, dass der aller ehrgeizigster Schriftgelehrter, Doktor Lügner, je länger, je weiter zum hochfertigen Narren wird und sich mit deiner heiligen Schrift ohne alles Absterben seines Namen und Gemachs bedeckt und aufs allerbetrüglichst behilft und nichts weniger will mit dir aufs Vorderste zu schaffen haben. Klammer, Yes, am 8. Kap. Gleich wie er deine Urteil, Klammer, durch dich, die Pforten der Wahrheit erlangt hätt und ist also frech vor deinem Angesicht und verachtet zu Boden deinen richtigen Geist. Dann ermeldet sich deutlich unwiderruflich, dass er aus tobendem Neide und durch den allerverbittersten Hass mich, dein erworben Glied in dir, ohne redliche, wahrhaftige Ursach, vor seinen höhnischen, spöttischen, erzgrimmigen Mitgenossen zur Lächerei macht und vor den einfältigen, zur unerstattlichen Ärgernis einen Satan oder Teufel schilt und mit seinem verkehrten, lästerlichen Urteil schmähet und spottet. In dir bin ich aber wundsam und hiergegen deines milden Trostes ganz voll gesättigt, wie du auch deinen herzlichen Freunden ganz holdselig vorgetragen hast, sagende, Klammer, Matt 10. Der Schüler hat es nicht besser dann der Meister. So sieh nun dich unschuldigen Herzogen und getrösten Seligmacher also lästerlich haben Belzebub geheißen, wie viel mehr mich, deinen unverdrossenen Landsknecht, nachdem ich mich des schmeichelnden Schelmen zu Wittenberg geäußert hab und deiner Stimme gefolget. Klammer, Jo 10. Ja, es muss also hergehen, wo man die sanft lebenden Gutdunkler im gedichten Glauben
und in ihren pharisäischen Tücken. Nicht will, lassen Recht haben, ihren Namen und Pracht zu niedergehen. Du vermöchtest dasselbig auch nicht vor ihn überhaben sein. Sie ließen sich auch bedünken, gelehrter zu sein, denn du und deine Schüler. Ja, sie waren mit ihrem buchstabischen Trotz wohl gelehrter, denn der Doktor Ludibrii nimmermehr werden kann. Sie hätten auch Geschreis und Namens genug in aller Welt. Es war dann noch nicht recht, dass sie gegen dir mit ihrem Verstand fürnahmen und wollten's mit der klaren Schrift wieder dich beweisen, wie sie denn dem Nikodemo vorwurfen, Klammer Jo 7, und vom Sabbat, Klammer Jo 5 und am 9. Kap, sagten. Sie zogen die ganze Schrift gegen dir aufs Allerhöchst, dass du darum solltest und müssest sterben, dass du dich frei bekennest, einen Sohn Gottes, vom ewigen Vater geboren, wie wir deinen Geist. Darum sprachen sie, wir haben ein Gesetz. Nach des Inhalt muss er sterben. Denn sie hatten den Text, Klammer 5 des Mos, am 13. und am 18. auf dich gezerret und möchten sich auch nicht weiter umsehen im selbigen, in aller Maß, wie jetzt und mir der verschmitzte Schriftlehrer, Schriftsteller tut. Da die Schrift aufweiset am höchsten, verspottet er mit inbrünstigem Neide, nennet den Geist Gottes einen Teufel. Die ganze heilige Schrift saget nicht anders, wie auch alle Kreaturen ausweisen, denn vom gekreuzigten Sohne Gottes, derhalben er auch selber anfing, vom Mose durch alle Propheten zu eröffnen sein Amt, dass er müsste also leiden und eingehen in den Preis seines Vaters. Dies ist klärlich beschrieben Lukä am letzten Kapitel. Und Paulus sagt auch, dass er nicht anders denn Christum, den Gekreuzigten, predigen könne. Klammer 1. Chor 1. Nachdem er das Gesetz Gottes tiefer erforscht hätte, denn alle seine Mitgenossen, Klammer Gal 1, möchte er doch nichts anders darin finden, denn den leidenden Sohn Gottes, welcher saget, Klammer Matt 5, dass er nicht gekommen wäre, das Gesetz aufzuheben oder den Bund Gottes zerreißen, sondern vielmehr zu vollführen, erklären und erfüllen. Es möchten dies alles die hässigen Schriftgelehrten nicht erkennen, dann sie erforschten nicht die Schrift aus ganz ihrem Herzen und Geiste, wie ihnen doch gebührete, Klammer Ps 119, und Christus ihnen auch befahl, Klammer Jo 5. Sie waren darinnen gelehret wie die Affen, wollen dem Schuster Schuh nachmachen und verderben das Leder. Ei, warum? Sie wollen des Heiligen Geists Trost vernehmen und seien ihr Leben lang durch Traurigkeit des Herzens auf ihren Grund nie kommen, wie sich's doch gebühret, soll anders das rechte Licht leuchten im Finsternis und uns dadurch das Gewalt geben, Kinder Gottes zu sein, wie klärlich beschrieben ist, Klammer Ps 55 und 63, Jo 1. So nun Christus, schon also angenommen durch den alten und neuen bezeugten Bund Gottes gepredigt, ohne Eröffnung des Geists Würde, könnt ein viel ärger verwickeltes Affenspiel daraus werden, dann mit den Juden und Heiden,
wie ein jeder jetzt vorsichtigen Augen siehet. Dass die jetzigen Schriftgelehrten nicht anders tun, dann vor Zeiten die Pharisäer berühmen sich der Heiligen Schrift, schreiben und klecksen alle Bücher voll und schwatzen immer je länger, je mehr. Glaube, Glaube und verleugnen doch die Ankunft des Glaubens, verspotten den Geist Gottes und glauben gar überall nichts, wie du siehst. Es will ihr keiner predigen, er habt dann 40 oder 50 Gulden. Ja, die Besten wollen mehr, dann 100 oder 200 Gulden haben. Da wird an ihnen wahr die Weissagung Micha. Klammern 3. Die Pfaffen predigen um Lohns willen und wollen Ruhe und gute Gemach haben und die allergrößte Würdigkeit auf Erden und sich dennoch wissen zu rühmen, sie verstehen den Ursprung und treiben doch wider ihn das allerhöchste Widerspiel darum, dass sie den richtigen Geist, einen irrigen Geist und Satan schelten mit dem Deckel der Heiligen Schrift, wo Christo widerfuhre, da er durch sein Unschuld den Willen seines Vaters verkündigte, welcher den Schriftgelehrten viel zu hoch und verdrießlich war. Klammer Jo 5 und 6. Du findest's nicht anders bis auf den heutigen Tag. Wann die Gottlosen durchs Gesetz beschlossen werden, sagen sie sie mit großer Leichtfertigkeit. Ha, es ist aufgehoben. Wenn es aber ihnen recht erklärt wird, wie es im Herzen geschrieben, Klammer 2. Chor 3, und wie man durch Anweisung desselbigen Achtung haben muss, zu betrachten die richtigen Gänge zum Ursprung des Glaubens, Klammer 37, da überfällt der Gottlose den Gerechten und trägt Paulum Heerführer mit einem solchen tölpischen Verstand, dass es den Kindern auch zum Puppenspiel wird, Klammer 64. Noch will er, der Allerklügste auf Erden sein, dass er sich auch rühmet, er hab keinen Gleichen. Darüber nennet er alle armselige Menschen die Schwimmelgeister und mag nicht hören, so man das Wort Geist redet oder lieset. Er muss den klugen Kopf schütteln, der Teufel mag's nicht hören, Klammer 18. So man ihm vom Anfang des Glaubens saget, denn er ist heraus, er gestoßen. Darum hat er den Gebrauch der Täuscherei, Klammer 2. Chor 11, im höchsten Alphabet der Musiken, dis Diapason singt er aus Paulo, Klammer Röm 12, man soll sich mit solchen hohen Dingen nicht bekümmern, sondern eben machen den Geringen. Da schmecket ihm der Brei nicht anders. Es grauset ihm vor der Suppen zum Frühe essen. Er spricht, man soll einfältig glauben und sieht nicht, was dazu erforderlich ist. Darum saget Salomon von einem solchen Menschen, dass er ein Stocknarr ist, wie geschrieben steht, Sprüche am 24. Kap, sagende, dem Narren ist die Weisheit Gottes viel zu hoch. Christus fing an von Ursprung wie Moses und erklärt das Gesetz vom Anfang bis zum Ende. Darum sagte er, ich bin ein Licht der Welt. Sein Predigen war also wahrhaftig und also ganz wohl verfasst, dass er die menschlichen Vernunft auch in den Gottlosen gefangen nahm, wie der Evangelist Matthäus beschreibt am 13. Kap. Und auch Lukas zu verstehen gibt am 2. Kap. Aber da ihnen die Lehre zu hoch war und die Person und das Leben Christi zu gering,
ärgerten sie sich an ihm und seiner Lehre und sagten aus dem Barte, er wäre ein Samaritan und hätte den Teufel. Dann ihr Urteil war nach dem Fleisch gerichtet, wie es dem Teufel dann daselbst wohl gefällt, mußt es heraus erplatzen. Denn sie missfielen der Welt nicht, welche gern Bruder sanft leben ist, Klammer Hiob 28. Alles, das sie täten, richteten sie an, dass sie der Welt gefielen, Klammer Matt 6 und 23. Also tut mir auch das gottlose wittenbergische Fleisch, nun ich durch den Anfang der Biblien und Ordnung des ersten Unterschieds derselbigen strebe nach der Reinigkeit göttliches Gesetz, Klammer Ps 19, und durch alle Urteil erkläre die Erfüllung des Geists der Furcht Gottes, Klammer Jes am 11. Ime auch nicht zulassen will, seine verkehrte Weis vom neuen Bunde Gottes zu handeln, ohne Erklärung göttlicher Gebot und Ankunft des Glaubens, welche erst nach der Straf des Heiligen Geistes gar erkündiget wird, Klammer Jo am 16. Denn der Geist straft erst nach Erkenntnis des Gesetzes den Unglauben, welchen niemand erkennet. Er habe ihn denn zuvor beherzigt, also heftig wie der allerungläubigste Heide. Also haben alle Auserwählte vom Anfang ihren Unglauben erkennet durch Übung des Gesetzes, Klammer Röm 2 und 7. Ich setze Christum mit allen seinen Gliedern zum Erfüller des Gesetzes, Klammer Ps 19. Denn es muss der Wille Gottes und sein Werk zu Boden durch Betrachtung des Gesetzes vollführet werden, Klammer Ps 1, Röm 12. Sonst würde niemand den Glauben vom Unglauben absondern, denn mit gedichter Weise, wie die Juden mit ihrem Sabbat und Schrift taten, ihren Grund nimmer nicht zu vernehmen. Ich hab dem tückischen Kolkraben, Klammer, welchen Noah in einer Figur aus der Arche ließ fliegen, nichts anders getan, denn dass ich wie ein einfältige Taube meine Federn geschwungen, durch Silber überzogen, das siebenmal gefegt und am Rücken lassen goldfarb werden, Klammer Ps 68, und überflogen und verhasset das Aas, da er gerne aufsitzet. Denn ich will's an die ganze Welt lassen, dass er den gottlosen Schelmen heuchelt, wie du siehst im Büchlein wider mich, und will sie kurzum verteidigen, aus welchem dann klar erscheint, dass der Doktor Lügner nicht wohnt im Haus Gottes, Klammer Ps 15, darum, dass der Gottlose durch ihnen nicht verachtet, sondern viel gottfürchtiger um der gottlosen Willen Teufel und aufrührerische Geister gescholten werden. Dies weiß der schwarze Kolkrabe wohl. Dass ihm das Aas werde, hacket er den Schweinen die Augen aus dem Haupt. Die wollüstigen Leut machet er blind, darum, dass er so körre ist, auf dass er ihrer satt werde an Ehren und Gut und sonderlich am allergrößten Titel. Die Juden wollten Christum allenthalben gerne gelästert und zu Schanden machen, wie mit mir jetzt der Luther fürnimmt. Er schilt mich gar heftig und wirft mir die Gültigkeit des Sohn Gottes und seiner lieben Freund, nachdem ich den Ernst des Gesetzes gepredigt habe, wie es von der Straf wegen der geistlosen Übertreter, Klammer, wie wohl sie Regenten seien, nicht aufgehoben, sondern mit dem allerhöchsten Ernst vollzogen werden soll, wie denn Paulus seinen Schüler Timotheon und durch ihn alle Seelenwärter unterrichtet, Klammer, 1. Tim 1, dem Volk zu predigen.
Er sagt klärlich, dass es die überfallen soll, die wider die gesunde Lehre fechten und streben, wie niemand verneinen kann. Klammer 5. Mos am 13. Kap. Ist das helle, klare Urteil beschlossen. Und Paulus fällt es auch über den unkeuschen Übertreter. Klammer 1. Chor 5. Wie wohl ich das hab lassen in Druck gehen, wie ich's vorn Fürsten zu Sachsen hab gepredigt, ohne alle Hinterlist, ihnen das Schwert aus der Schrift gezeigt, dass sie es sollten brauchen, auf das nicht Empörung erwüchse. Kurzum, die Übertretung muss gestraft werden. Es kann weder der Groß noch der Klein davon kommen. 4. Mos 25. Gleichwohl kommet Vater leisen Tritt, ach, der kürre Geselle, und saget, ich wolle Aufruhr machen, wie er dann aus meinem Sendebrief an die Berggesellen erlesen. Eines saget er, und das Allerbescheidenste verschweiget er, wie ich klärlich vor den Fürsten ausbreitete, dass ein ganze Gemein Gewalt des Schwerts hab, wie auch den Schlüssel der Auflösung, und sagte vom Text dann 7 auf 6 und Röm 13, 1. Sam 8, dass die Fürsten keine Herren, sondern Diener des Schwerts seien. Sie sollen's nicht machen, wie es ihnen wohlgefället. Klammer 5. Mos 17. Sie sollen Recht tun. Darum muss auch aus altem, gutem Brauch das Volk daneben sein. Wenn einer Recht verrichtet wird, nach dem Gesetz Gottes. Klammer 4. Mos 15. Ei, warum? Ob die Obrigkeit das Urteil wollte verkehren, Klammer Jes 10, so sollen die umstehenden Christen das verneinen und nicht leiden. Denn Gott will Rechenschaft haben vom unschuldigen Blut, Klammer Ps 79. Es ist der allergrößte Greuel auf Erden, dass niemand der bedürftigen Not sich will annehmen. Die Großen machen's, wie sie wollen, wie Hiob am 41. beschreibt. Der arme Schmeichler will sich mit Christo in gedichter Gütigkeit decken, wieder den Text Pauli, Klammer 1. Tim 1. Er saget aber im Buch von Kaufshandlungen, Handelung, dass die Fürsten sollen getrost unter die Diebe und Räuber streichen. Im selbigen verschweiget er aber den Ursprung aller Dieberei. Er ist ein Heerhold. Er will Dank verdienen, mit der Leute Blut vergießen, um zeitlichs Guts willen, welches doch Gott nicht auf seine Meinung befohlen. Sieh zu, die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und Räuberei, seien unser Herrn und Fürsten, nehmen alle Kreaturen zum Eigentum. Die Fisch im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden muss alles ihr sein, Klammer Jes 5. Darüber lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen unter die Armen und sprechen, Gott hat geboten, du sollst nicht stehlen, es dient aber ihnen nicht. So sie nun alle Menschen verursachen, den armen Ackermann, Handwerkmann und alles, das da lebt, schinden und schaben, Klammer Micha 3. Kap. So er sich dann vergreift am allergeringen Gästen, so muss er hängen. Da saget denn der Doktor Lügner, Amen. Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie nicht wegtun. Wie kann es die Länge gut werden? So ich das sage, muss ich aufrührisch sein. Wohlhin? Er kann sich ganz und gar nicht schämen. Wie die Juden, Klammer Jo am 8., brachten Christo ein Weib, im Ehebruch begriffen, sie versuchten ihn. Ob er den Ernst des Vaters wollt übertreten, hätten sie ihn billig für einen Übeltäter gescholten. So er aber das Weib ohne Bescheid hätt losgegeben, so hätten sie gesagt, er wär ein Verteidiger der Ungerechtigkeit. Christus hat im Evangelio
durch seine Gütigkeit des Vaters Ernst erklärt. Die Gütigkeit Gottes strebet über alle Werk seiner Hände. Klammer Psalm 145. Sie wird nicht verrückt durch die Pein des Gesetzes, welcher der Auserwählte nicht begehret zu entfliehen. Wie Jeremias sagt und Psalm 7, er will mit Urteil und nicht im Grimm gestraft sein, welchen Gott von Ewigkeit nie gehabt, sondern er entsprießt aus der verkehrten Furcht der Menschen gegen Gott, die sich von der Pein wegen entsetzen und nicht ansehen, wie sie Gott durch Trügnis in seine Ewigkeit nach aller Pein führe. Alle Übeltäter der ursprünglichen Misshandlung der gemeinen Christenheit müssen durch das Gesetz gerechtfertigt werden, wie Paulus saget, auf dass der Ernst des Vaters die gottlosen Christen aus dem Wege räume, die der heilbaren Lehre Christi widerstreben, auf dass die Gerechten Weil und Raum haben mögen, Gottes Willen kennenzulernen. Es wäre nimmermehr möglich, dass ein einiger Christ bei solcher Tyrannei könnte seiner Betrachtung wahrnehmen nie, so dass Übel durchs Gesetz zu strafen sollte frei sein und der Unschuldige sollte sich also lassen peinigen. Darum, dass sich der gottlose Tyrann behilft, wieder den Frommen, sagend, ich muss dich martern, Christus hat auch gelitten, du sollst mir nicht widerstreben, Klammer Matt am 5. Das wäre ein Großverderbnis. Es muss höchlich unterscheiden werden, nachdem die Verfolger die besten Christen sein wollen. Der Teufel hat gar listige Tück, wider Christum und die Seinen zu streben. Klammer, 2. Chor 6 und 11. Jetzt mit geschmeichelnder Gütigkeit, wie der Luther mit den Worten Christi die Gottlosen verteidigt, jetzt auch mit grimmigem Ernst, führt zu werden von der zeitlichen Güter wegen sein verderbliche Gerechtigkeit. Welchem doch der Finger Christi, der Heilige Geist, Klammer 2. Chor 6, 3, nicht den freundlichen Ernst des Gesetzes einbildet und den gekreuzigten Sohn Gottes durch die allerernste Gütigkeit zur Eröffnung göttlichen Willens entgegenhält mit Vergleichung beider. Klammer 1. Chor 2. Der verachtet das Gesetz des Vaters und heuchelt durch den allerteuersten Schatz der Gütigkeit Christi und machet den Vater mit seinem Ernst das Gesetz zu Schanden durch die Geduld des Sohnes, Klammer Jo 15 und 16, und verachtet also den Unterschied des Heiligen Geists und verderbet eines mit dem anderen, also lange, dass schier kein Urteil auf Erden bleibt, Klammer Jer 5, und dass Christus allein geduldig sei, auf dass die gottlosen Christen ihre Brüder wohl peinigten. Christus ward für einen Teufel gescholten, der er die Juden auf die Werk Abrahams weisete und gab ihnen den allerbesten Unterschied zu strafen und zu vergeben, zu strafen nach dem rechten Ernst. Darum hat er das Gesetz nicht aufgehoben, darum, dass er im 7. Kapitel Johannes vor dem 8. sagte, ihr sollt ein rechtes Urteil vollführen, nicht nach dem Angesicht. Es seien ihnen kein anderes Urteil, denn im Gesetz beschrieben, fürgehalten, zu richten nach dem Geist des Gesetzes, also auch mit dem Evangelium zu vergeben, mit dem Geist Christi zur Forderung und keiner Verhinderung des Evangelii. Klammer 2. Chor 3 und 13. Wie mich dann durch solcher Unterschied der Dr. Lügner zum Teufel machen will, mit seinen Schriftgelehrten sagend, hab ich nicht recht gelehret mit meinem Schreiben und Dichten, du aber hast kein andere Frucht, denn aufrührisch sein. Du bist ein Satan,
und dann noch ein schlechter Satan, etc. Sieh, du bist ein Samariter und hast den Teufel. O Christe, ich schätze mich unwürdig, solches kostbarlichen Leidens mit dir zu tragen in gleicher Sache. Wie wohl des Widersachers Urteil viel geneigter, verkehrter Richter hat, sage ich mit dir dem stolzen, aufgeblasenen, tückischen Drachen. Hörest du es? Ich hab den Teufel nicht. Ich suche durch mein Amt den Namen Gottes zu verkündigen. Trost den Betrübten, Verstockung und Krankheit den Gesunden. Klammer Jes 6, Matt 9, 13, Luk 8 und 4. Und wenn ich spräche, dass ich das wollte lassen, ums bösen Namens willen, der mir mit Lügen wird aufgelegt, so wär ich dir, Dr. Lügner, gleich mit deinem verkehrten Schmähen und Lästern. Du kannst doch anders nicht tun, denn dich mit den Gottlosen schelten. Nun dir aber das geraten ist, hast du dich an der Böswichtstadt gesetzt, die du am allerschändlichsten hast ausgewässert. Nun, du vernimmst, es möchte zu tief einreißen, so willst du deinen Namen, da er am ärgsten ist, einen andern, dem die Welt vorhin Feind ist, auflegen und dich schön brennen, wie der Teufel pflegt, dass ja niemand deiner vernimmst, es möchte zu tief einreißen. So willst du deinen Namen, da er am ärgsten ist, einen andern, dem die Welt... Ah, jetzt habe ich mich verlesen. Nun dir aber das geraten ist, hast du dich an der Böswichtstadt gesetzt, die du am allerschändlichsten hast ausgewässert. Nun du vernimmst, es möchte zu tief einreißen, so willst du deinen Namen, da er am ärgsten ist, einen andern, dem die Welt vorhin Feind ist, auflegen und dich schön brennen, wie der Teufel pflegt, dass ja niemand deiner Bosheit öffentlich innen werde. Darum nennet dich der Prophet, Klammerps 91, einen Basiliskum, Drachen, Aspidem und einen Löwen. Darum, dass du mit deiner Vergift jetzt schmeichelst, jetzt tobst und wütest, wie deine Art ist. Der ungetadelte Gottessohn hat die ehrgeizigsten Schriftgelehrten dem Teufel die Bewährung verglichen und uns durch das Evangelium das Urteil zu richten gelassen, mit Verfassung seines unbefleckten Gesetzes, Klammerps 19. Ihre Begierde waren zu eitel, totschlagen durstig, denn sie sagten, Klammer Jo am 11., so wir ihn lassen bezähmen, dann werden die Leute alle an ihn glauben. Es wird ihm das Volk anhängen. Sehet, es läuft ihm schon mit großen Haufen zu. Werden wir ihn lassen, seine Sache also ausführen, so haben wir verloren, so seien wir arme Leute. Also kam auch Kaiphas, Dr. Lügner, und gab einen guten Rat seinen Fürsten. Da hat er die Sache wohl ausgerichtet. Er hätte Sorge für seine Landsleute hart bei Eichstätt. Es ist nicht anders in der Wahrheit, wie mir das ganze Land Gezeugnis gibt. Das arme, durstige Volk begehrte der Wahrheit, also fleißig, dass auch alle Straßen voll Leute waren, von allen Orten anzuhören, wie das Amt, die Biblien zu singen und zu predigen, zu Eichstätt angerichtet ward. Sollte er auch zubrechen, so könnte er's zu Wittenberg nicht tun. Man sieht's in seiner deutschen Mess wohl, wie heilig er darauf war, welches den Luther also sehr verdroß, dass er zum ersten bei seinen Fürsten zu wegbrachte, dass mein Amt nicht sollte in Druck gehen. Da nun
des wittenbergischen Papstes Gebot nicht geachtet ward, gedachte er, Harre, der Sache will ich wohl raten, dass ich die Wallfahrt zu Trümmer verstöre. Der Gottlose hat einen spitzfindigen Kopf, solch Dinge auszutrachten, Klammer 36, denn seine Anschläge waren auch also, wie du merken kannst, seine Lehre aufzubringen durch der Laien Hass wieder die Pfaffen. Hätte er einen zu strafen rechte Liebe gehabt, so hätte er sich jetzt nicht an die Statt des Papstes gesetzt, und den Fürsten würde er nicht heucheln, wie du klärlich siehst beschrieben Psalm 10. Er hat denselbigen Psalm gar hübsch von ihm selber und nicht allein vom Papst verdolmetscht und will Sankt Peter und Paul zu Bütteln machen, seine Diebhenker damit verfechten. Der Doktor Lügner ist aber ein einfältiger Mann, dass er schreibt, das Predigen soll man mir nicht wehren. Oder da sollt ihr darauf sehen, spricht er, dass der Geist zu Eichstätt die Fäuste stillhalte. Sehet, lieben Brüder Christi, ob er nicht gelehrt sei. Gelehrt sei. Ja, freilich ist er gelehrt. Er wird die Welt noch in 2 oder 3 Jahren nicht innen werden, welch einen mörderischen, hinterlistigen Schaden er getan hat. Dass er aber also schreibt, da will er seine Hände aufs Unschuldigste waschen, dass niemand merken soll, dass er ein Verfolger der Wahrheit sei, denn er trotzet darauf, dass sein Predigen darum das rechte Wort Gottes sei, dass es also große Verfolgung trägt. Es nimmt mich auch sehr Wunder, wie es der ausgeschämte Mönch tragen kann, dass er also greulich verfolgt wird bei dem guten Malmasier und bei den Hurenköstlein. Er kann nicht anders tun, denn der schriftgelehrten Art ist, Klammer Jo 10. Um deines guten Werks willen wollen wir dir nichts tun, aber um der Lästerung willen wollen wir dich mit Steinen zu Tod werfen. Also sprachen sie zu Christo, wie dieser wieder mich, nicht ums Predigen willen, sondern ums Aufruhrs willen soll man dich vertreiben. Allerliebsten Brüder, es ist wahrlich nicht eine schlechte Sache, die jetzt zur Zeit geht. Ihr seid zumal ohne Urteil derselbigen. Ihr wähnet, so ihr den Pfaffen nicht mehr gebt, es sei ausgerichtet. Aber ihr wisset nicht, wie ihr jetzt 100-mal, 1000-mal ärger dran seid dann zuvor. Man wird euch fortan mit einer neuen Logik bescheißen, mit Täuscherei des Wort Gottes. Ihr habt aber dagegen den Befehl Christi, Klammer, Matt 7. Den betrachtet von Herzen, so wird euch keiner betrügen, er sage oder schreibe, was er will. Ihr müsst aber eben darauf sehen, wie Paulus seine Korinther warnt, sagend, Klammer 2. Chor 11. Sehet, dass eure Sinne nicht verrückt werden von der Einfältigkeit Christi. Diese Einfältigkeit haben die Schriftgelehrten auf die vollen Schätz göttlicher Weisheit gezogen, Klammer Kohl 2. Wieder den Text 1. Mos 3. Da Gott Adam durch ein einiges Gebot warnte vom zukünftigen Schaden, auf das er durch der Kreaturen Lüste nicht vermannigfältigt würde, sondern sich allein in Gott belustigte, wie geschrieben: In Gott sollst du dich belustigen. Eine große Ursach will der Doktor Lügner wieder mich setzen, wie seine Lehre einfältig ist, und meint, will's als durchgrübeln. Doch ist ihm zuletzt nichts gelegen am Predigen, denn es müssen Sekten sein, und bittet, der Fürst soll mir das Predigen nicht wehren. Ich hab nicht anders gehofft,
er würde mit dem Worte handeln, mich vor der Welt zu verhören und sich auf den Plan stellen, nicht anders denn vom Wort handeln. So kehret er es um und will die Fürsten dazu halten, wie es denn ein angelegter Karren war, auf das niemand sagt, ei, wollen sie dann nun selber das Evangelium verfolgen? Sie sollen mich lassen predigen, mir das nicht verbieten, aber die Hand soll ich stillhalten, auch in Druck zu schreiben unterlassen. Ja, das ist eine feine Sache, gleich wie mit den Juden, sagend, um deiner guten Werk willen tun wir dir nichts, aber ums Lästern willen. Die rechten, frommen Leute sagten, wenn einer schon einen Eid täte, wenn er nicht bei der Gabe des Altars schwört, so hindert es gar nichts. Derselbigen Tück brauchten sie gar mächtig viel. Klammer, Matt 23, Luke 11. Noch waren sie fromme Leute, ja, sie schadeten nicht. So du nur glaubst, muss man die Schwachen verschone. Die Lästerung möchte den Juden nicht zu Herzen gehen, wie du aus dem Evangelion greifen kannst. Auch gingen sie das gute Werk überall nicht fast an, wie auch den Luther. Darum warf ihn Gott fürt das Werk Abrahams, Klammer Jo 8. Es war aber in den Juden ein grimmiger Hass, die sich wollten schöne brennen vor den Leuten, wie jetzt Jungfrau Mertin tut. Ach, die keusche babylonische Frau, Klammer auf 18. Er will's alles von's Worts wegen handeln und will am Wort nicht anfangen, meine Sache zu rechtfertigen oder verdammen, nur schlechte Ursache machen bei den Großen, dass ja niemand meiner Lehre folge, denn sie ist aufrührerisch. Wer hier ein rein Urteil haben will, der muss den Aufruhr nicht lieben, auch muss er füglicher Empörung nicht Feind sein. Er muss ein ganz vernünftiges Mittel halten, sonst muss er meine Lehre anders zu viel hassen oder zu hoch lieben nach seiner Gelegenheit, des ich nimmermehr begehren will. Es wäre wohl förderlicher, dass ich mit guter Lehre das arme Volk unterrichtete, denn dass ich mich mit dem lästerlichen Mönche soll in Streit verwickeln, nachdem er will ein neuer Christus sein, welcher mit seinem Blut für die Christenheit viel Guts erworben hat. Und denn noch um einer feinen Sach willen, dass die Pfaffen mögen Weiber nehmen. Was soll ich darauf antworten? Ich werde vielleicht nichts finden, denn du hast dich allenthalben, Klammer, wie du dich dünken lässt, bewahret. Sieh, wie fein hast du die armen Pfaffen in der Erklärung kaiserlichs ersten Mandats auf der Fleischbank geopfert, da du sprichst, es würde über sie ergehen, etc., auf dass deine angefangene Lehre nicht gerechtfertigt sollt sein. Denn mit Heucheln willst du es gerne zulassen, dass sie immer hinweggenommen würden. So würdest du dann immer neue Märterer gemacht haben und hättest ein Liedlein oder zwei von ihnen gesungen. Dann wärst du allererst ein bestätigter Seligmacher geworden. Freilich würdest du dann auch singen auf deine Weise. Nunc dimittis etc. Und dass sie dir alle nachsingen. Mönch, willst du tanzen? So hofiert dir die ganze Welt. Bist du aber ein Seligmacher, so musst du je aber wahrlich ein wunderlicher Seligmacher sein. Christus gibt den Preis seinem Vater, Klammer Jo 8, und sagt, so ich meine Ehre suche, so ist sie nichts. Aber du willst von denen von Orlamünde haben einen großen Titel. Du nimmst und stiehlst, Klammer, wie des Kolkrabenart ist, den Namen Gottes Sohne
und willst von deinen Fürsten Dank verdienen. Hast du nicht gelesen, du hochgelehrter Bube, wie Gott durch Jesajam sagt am 42. Kap: Ich will meinen Preis niemand geben. Kannst du nicht die guten Leute nennen, wie Paulus Festum in Geschichten der Aposteln am 25. Kap? Warum heißt du sie die durchleuchtigen Fürsten? Ist doch der Titel nicht ihrer, ist er doch Christi, Klammer Hebräer 1, Jo 1 und 8. Warum heißt du sie Hochgeborenen? Ich meinte, du wärest ein Christ, so bist du ein Erzheid, machest Joves und Musas daraus. Vielleicht nicht aus der Scham der Weiber, wie Weiße am 7. Kap, sondern aus der Stirn geboren, ei, zu viel, zu viel. Schäme dich, du Erzbube, willst du dich mit der irrenden Welt heuchlen zuflicken, Klammer Luke 9, und hast alle Menschen wollen rechtfertigen. Du weißt aber wohl, wen du sollst lästern. Die armen Mönch und Pfaffen und Kaufleut können sich nicht wehren, darum hast du sie wohl zu schelten. Aber die gottlosen Regenten soll niemand richten, ob sie schon Christus mit Füßen treten. Dass du aber den Bauern sättigst, schreibst du, die Fürsten werden durch das Wort Gottes zu scheitern gehen, und sagst in deiner Glos über das neulichste kaiserliche Mandat, die Fürsten werden von dem Stuhl gestoßen. Du siehst sie auch an vor Kaufleut. Du solltest deine Fürsten auch bei der Nasen rucken. Sie haben's wohl viel höher, denn vielleicht die anderen verdient. Was lassen sie abgehen an ihren Zinsen und Schinderei etc.? Doch dass du die Fürsten gescholten hast, kannst du sie wohl wieder Muts machen, du neuer Papst. Schenkest ihnen Klöster und Kirchen, da sind sie mit dir zufrieden. Ich rat's dir. Der Bauer möcht sonst zufallen. Dass du aber willst immer vom Glauben sagen und schreibst, dass ich unter deinen Schirm und Schutz will wieder dich fechten. Da sieht man mein Biederkeit und dein Torheit. Unter deinem Schirm und Schutz bin ich gewesen, wie das Schaf unterm Wolf. Klammer Matt 10. Hättest du da selbst nicht größer Macht über mich gehabt, denn anderswo, könntest du das nicht bedenken, was noch daraus erwachsen würde. Darum war ich in deinem Fürstentum, dass du keine Entschuldigung haben solltest. Du sprichst unter unserem Schirm und Schutz. Oho, wie lässt du dich merken? Ich meinet, du seist Fürste mit. Was darfst du dich mit dem Schirm und Schutz aufblasen? Hab ich doch in allen Sendbriefen seinen Schirm und Schutz nicht wollen haben. Ich hab begehrt, dass er sein Eigenvolk nicht wollte scheu machen von des Ziegenstalls wegen und der Marienbildnis zu Malderbach. Darum er wollt in Flecken und Städtlein fallen und nicht ansehen, dass die armen Leut Tag und Nacht mussten in Gefährlichkeit sitzen ums Evangeliums Lons Willen. Meinst du, dass ein ganz Land nicht weiß, wie sie schirmen oder schützen? Gnade Gott der Christenheit, hat sie nicht ihn zum Schützer, der sie geschaffen hat? Klammer Ps 111. Du sagst, ich sei 3 Jahr vertrieben und herumhergelaufen und sprichst, ich klag von viel Leiden. Sieh, wie es zusammenstimmt. Du hast mich mit deiner Federn gegen manchem Biedermanne belogen und geschmähet, wie ich dir's kann nachbringen. Du hast mich mit deinem Lästermaul öffentlich einen Teufel gescholten. Ja, du tust allen Widersachern also. Was kannst du anders, denn der Kolkrabe schreit auch nur seinen Eigennamen aus.
Du weißt auch wohl mit deinem ungebraten Lorenzen zu Nordhausen, was den Misstätern schon zu Lohn gegeben, mich zu töten etc. Du bist kein mörderischer oder aufrührerischer Geist, aber du hetzest und treibest wie ein Höllhund. Das Herzog Jörge, dem Fürsten Friedrich, soll ins Land fallen und also den gemeinen Fried aufheben. Noch machst du keinen Aufruhr. Du bist die artige Schlange, die über den Felsen hüpfet. Klammer Sprr 30. Christus saget Matthäi 10 und 23. So sie euch in einer Stadt verfolgen, fliehet in die anderen. Aber dieser Bote des Teufels, sicherlicher Erzkanzler, saget, so ich vertrieben bin, sei ich ein Teufel und er will's bewähren. Klammer Matt 12. Und erlangt den Verstand, wieder den Heiligen Geist, den er bespottet, hauet darüber sich in die Backen. Klammer 27. Viel unnütz Gespeis und Spott macht er aus göttlichem Wort und spricht. Ich heiß es eine himmlische Stimme und die Engel reden mit mir etc. Antwort: Was der allmächtig Gott mit mir machet oder redet, kann ich nicht viel rühmens von, denn allein, was ich durchs Gezeugnis Gottes dem Volk aus der Heilige Schrift vorsage, und will über Gottes Wille meinen Dünkel nicht predigen. Tu ich's aber, so will ich mich von Gott und durch seine lieben Freunde gern lassen strafen und ihnen erbötig sein. Aber dem Spötter bin ich gar nichts schuldig. Klammer Sprr 9. Soll ich doch den Häher nicht essen? Klammer 3. Mos 11. Des gottlosen Spötters Unflat nicht in mich ziehen. Mich wundert deines rechten Musters, nachdem du aus dem Harz bist, möchtest die Geheimnis göttlichen Wortes nicht ein himmlische Sackpfeifen heißen? Da hätte dir dann der Teufel, dein Engel, dein Liedlein aufgepfiffen. Mönig willst du tanzen, so hofieren dir die Gottlosen alle. Ich sag von göttlichem Worte mit seinen mannigfaltigen Schätzen, Klammern Kohl 2, welches Moses im 5. Buch am 30. Kap anträgt, zu lernen und Paulus zu den Römern, am 10. Der 85. Psalm sagt, wie es soll gehört werden von denen, die sich von ganzem Herzen bekehren und in der Lehre des Geistes alle Urteile von der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes gleich erstrecken. Du aber leugnest das rechte Wort und hältst der Welt nur den Schein für. Darum machst du dich gröblich zu einem Erzteufel, dass du aus dem Text Jesaja ohne allen Verstand Gott machst zur Ursache des Bösen. Ist das nicht die allergrausamste Strafe Gottes über dich? Noch bist du verblendet, und du willst doch auch der Welt Blindenleiter sein und willst es Gott zur Last legen, dass du ein armer Sünder und ein giftiges Würmlein bist, mit deiner beschissenen Demut. Das hast du mit deinem fantastischen Verstand angerichtet aus deinem Augustino. Wahrlich eine lästerliche Sache von freiem Willen, die Menschen frech zu verachten. Du sagst, ich wollte es stracks mit Gewalt geglaubt haben und wollte niemand zu bedenken Zeit geben. Ich sage mit Christo, wer aus Gott ist, der hört seine Wort. Bist du aus Gott? Warum hörst du es nicht? Warum verspottest du es und richtest das du nicht befunden hast?
willst du nun erst darauf sinnen, welches du andere Menschen sollest lehren? Du solltest viel billiger ein Krümmer denn ein Richter heißen. Das wird die arme Christenheit wohl innen werden, wie richtig dein fleischlicher Verstand wieder den unbetrüglichen Geist Gottes gehandelt hat. Lass dir Paulus das Urteil sagen, Klammer 2. Chor 11. Du hast alle Zeit mit Einfältigkeit, Klammer, durch eine Zwiebel angezeigt, die neun Häute hat, gehandelt. Alles nach der Fuchsart. Sieh, bist du doch zum Brandfuchs geworden, der vorm Tage heißer bellt. Und nun die rechte Wahrheit will aufgehen. Willst du die Kleinen und nicht die Großen schelten? Du tust gleich, wie wir Deutschen sagen. Du steigst in Brunnen, wie der Fuchs in den einen Eimer trat und fraß die Fische. Danach lockt er dem unsinnigen Wolf in den Brunnen in anderen Eimer. So fährt er empor, und der Wolf bleibt darunter. Also werden die Fürsten, die dir folgen, auch bestehen, und die edlen Strauchhähnlein, welch du an die Kaufleut hetzest. Hesekiel gibt das Urteil vom Fuchs am 13. Kap und am 34. von den Bestien, wilden Tieren, die Christus Wölfe nennt, Klammer Jo 10. Denen allen wird's gehen wie dem gefangenen Füchsen. Klammer Ps 73. Wenn die Leute werden erst anfangen, aufs Licht zu warten, so werden die kleinen Hündlein, Klammer Matt 15 Kap, zu den Füchsen ins Loch laufen. Da werden sie nicht mehr können, denn ein wenig von ins Maul beißen. Der Frischhund aber schüttelt dem Fuchs das Fell. Er muss aus dem Loch. Er hat der Hühner genug gefressen. Sieh, Martin, hast du diesen Braten nicht gerochen vom Fuchs, den man zu Herrenhof für einen Hasen den unerfahrenen Wildschützen gibt? Du Esau hast es wohl verdient, dass dich der Jakob verdrücke. Warum hast du dein Recht um deiner Suppen willen verkauft? Hesekiel sagt dir es am 13. und Micha am 3. Du hast die Christenheit mit einem falschen Glauben verwirrt und kannst sie, nun die Not hergehet, nicht berichtigen. Darum heuchelst du mit den Fürsten. Du meinst aber, es sei gut geworden, so du einen großen Namen überkommen hast und kommst ohne Ende, wie du zu Leipzig vor der allerfährlichsten Gemeinde gestanden bist. Was willst du die Leute blind machen? Dir war also wohl zu Leipzig. Fuhrest du doch mit Nelkenkränzlein zum Tor hinaus und trankest des guten Weins zum Melchior Lotter. Dass du aber zu Augsburg warst, möchte dir zu keiner Gefährlichkeit gelangen. Dann Stupicianum Oraculum stand hart bei dir. Er mochte dir wohl helfen, aber jetzt ist er von dir abgewichen und ein Abt geworden. Ich hab sicherlich Sorge, du wirst ihm folgen. Der Teufel steht wahrlich nicht in der Wahrheit. Er kann seine Tücke nicht lassen. Doch er fürchtet sich im Büchlein vom Aufruhr vor der Prophezei seines Greuels. Darum sagt er auch von den neuen Propheten, wie die Schriftgelehrten wieder Christus, Klammer Jo, 8. Kap. Darum habe ich fast das ganze Kapitel zum gegenwärtigen Urteil genützt. Paulus sagt von Propheten, Klammer 1. Chor 14. Ein rechter Prediger muss ja ein Prophet sein. Wann es die Welt noch also spöttisch
dünkt. Es muss die ganz Welt prophetisch sein, soll sie anders urteilen über die falschen Propheten. Wie willst du die Leute beurteilen, so du dich im Mönchkalbe des Amts entäußerst, dass du sagest, wie du mich ins Maul geschlagen hast, redest du die Unwahrheit. Ja, du lügst in deinen Hals spießtief. Bin ich doch in 6 oder 7 Jahren nicht bei dir gewesen. Hast du aber die guten Brüder zu Narren gemacht, die bei dir gewesen sind. Das muss freilich an den Tag kommen. Es wird sich auch anders nicht reimen. Du solltest die Kleinen nicht verachten. Klammer, Matt 18. Über deinem Rühmen möchte einer wohl entschlafen vor deiner unsinnigen Torheit. Dass du zu Worms vorm Reich gestanden bist, Dank hab der deutsche Adel, dem du das Maul also wohl bestrichen hast und Honig gegeben, denn er wähnte nicht anders, du würdest mit deinem Predigen beheimische Geschenke geben, Klöster und Stifte, welche du jetzt den Fürsten verheißest. So du zu Worms hättest gewankt, wärst du eher erstochen vom Adel worden, denn losgegeben. Weiß doch ein jeder, du darfst es wahrlich dir nicht zuschreiben. Du wolltest dann noch einmal dein edles Blut, wie du dich rühmst, darum wagen. Du gebrauchst daselbst mit den deinen wilder Tück und List. Du ließest dich durch deinen Rat gefangen nehmen und stellst dich gar unleidlich. Wer sich auf deine Schalkheit nicht verstände, schwür wohl zum Heiligen, du wärst ein frommer Martin. Schlaf sanft, liebes Fleisch. Ich röche dich lieber gebraten in deinem Trotz durch Gottes Grimm im Hafen oder Topf beim Feuer, Klammer, Jahr 1, dann in deinem eigen Södlein gekocht, sollte dich der Teufel fressen, Klammer, Hes 23. Du bist ein eselisch Fleisch, du würdest langsam gar werden und ein zähes Gerichte werden deinen Milchmäulern. Ihr allerliebsten Brüder in Christo, ich bin zum Anfang des Zänks müde geworden, um der unausschlaglichen Ärgernis des armen Haufens. Hätte aber mich Dr. Lügner predigen lassen oder mich vorm Volk überwunden oder seine Fürsten, da ich zu Weimar vor ihnen war, lassen richten, da sie mich durch Antragen desselben Mönchs fragten, so wollte ich viel lieber dieser Sache müßig gegangen sein. Es ward endlich beschlossen, der Fürst wollte den ernsten Richter zum jüngsten Tag die Sache lassen hinausführen. Er wollte den Tyrannen nicht wehren, die ums Evangelium willen wollten, in sein Pfleg fallen. Es wäre fein, wenn es auch dem Gericht befohlen würde, so würden's die Bauern wohl sehen. Es wäre ein feines Ding, dass man es alles aufs jüngste Urteil bezöge, so hätten die Bauern auch gute Sache. Wenn sie sollten recht tun, sprächen sie, ich spar's für den Richter. Aber die Rute der Gottlosen ist dazwischen das Mittel. Da ich heimkam von der Verhörung zu Weimar, meinte ich zu predigen das ernste Wort Gottes. Da kamen meine Ratsherren und wollten mich den höchsten Feinden des Evangeliums überantworten. Da ich das vernahm, war meines Bleibens nimmer. Ich wischte meine Schuh von ihrem Staub. Dann ich sah mit meinen sichtigen Augen, dass sie vielmehr ihre Eide und Pflichte denn Gottes Wort achteten. Sie nahmen sich vor, zwei Herren gegeneinander zu dienen, so ihnen doch Gott aufs Allerscheinbarste beistand, der sie erlöst hat aus der Gewalt des Bären und Löwen, hätte sie auch erlöst von der Hand Goliath. Klammer 1. Sam 17.
wiewohl sich der Goliath auf seinen Panzer und Schwert verließ. So wird's ihn der David wohl lehren. Saul fing auch etwas Gutes an, aber David nach langem Umtreiben musste es vollführen, welcher eine Figur deiner, o Christus, in deinen lieben Freunden, welche du fleißig bewahrest, ewig. Amen. Anno MDXXIII Vulpes Fecisti Fecisti Merere Mendaciter Mendaciter Co Justi Quem Dominus Non Contristavit Confortastique Manus Impiorum Tuorum Ne Revertantur avia sua mala, ob it peribis et populus dei libera bitur, a tyrannide tua, tu vi debes deum esse dominum, et Ezechielis XIII Capitulo. Das ist verdolmetscht. O Dr. Lügner, du tückischer Fuchs, du hast durch deine Lügen das Herz des Gerechten traurig gemacht, den Gott nicht betrübt hat. Damit hast du gestärkt die Gewalt der gottlosen Böswichter, auf dass sie je, ja auf ihrem alten Wege bleiben. Darum wird dir's gehen wie einem gefangenen Fuchs. Das Volk wird frei werden und Gott will allein der Herr darüber sein.